Und ich weiß nicht mal, warum der Stream gerade abgebrochen ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf einmal ging gar nichts mehr. Oh, ich habe jetzt die Konsole neu gestartet. Vielleicht ein paar Mexikaner, was sie gewonnen haben. Werden sich auch nicht mehr den Deutschen noch das Internet weg. Oh. Nee, mir ist Fußball absolut egal. Bin ich ehrlich. Also da out ich mich. Mich interessiert es nicht so. Ich habe das Spiel auch nicht angeguckt. Also ich habe so einen Live-Ticker ab und zu mal schon verfolgt. Aber das Gute ist, wenn man wenn Deutschland spielt, dann hört man es meistens während der Nachbarschaft. Ob Deutschland jetzt gut spielt oder nicht. Und es blieb über 90 Minuten, also 97, 96, keine Ahnung, wie sie gespielt haben. Dann ist doch ziemlich ruhig. Von dem her habe ich mir schon gedacht, das wird nicht gut ausgehen für Deutschland heute. Dann brauche ich mir das gar nicht geben und ich hätte mich eh nicht, ist mir eh ziemlich egal. Ist mir ziemlich egal. Mehr an. Oh, das Bäumchen noch einladen. Oh, viel zu schwer. Mach ich doch. Damit er halbiert. Ey. Das sieht man nicht halt immer. Das ist der Schnitt. Egal. Nochmal einen Schnitt. Daran soll es nicht scheitern. Jetzt sieht das jetzt gut aus. Ja gut, es ist auch ein sehr fetter Stamm, aber. Da gaucht aber der Pickup hinten, hä? Ja. Oh, oh. Mit Helium gefüllt, der Punsch. Naja, der kann da oben liegen bleiben. Das ist nicht so dramatisch. Zu schwer. Hier müssen wir doch ein bisschen kleiner säbeln, das Ganze. Eine Schnittkante. Das verlangt. Jetzt rollt's rein. Jetzt hat sich die Physik Engine gedacht, jetzt könnte man rein, oder? Da war ein Musel hin. Jetzt, da kommt Seele. Das ist gut. Ah. Auch Twitch zeigt mir wieder alles und das ist schön. Das freut mich. Okay. Wenn wir auf einer Fahrt hinkriegen, hey. Ich bezweifle es fast schon. Dann katapultiert es auch immer gleich so weit weg, das Zeug. Gut aus. Aber, naja, vielleicht liegt mal ein Stamm noch da oben drauf und dann war es das aber, ne? So, steigen wir mal aufs Dach. Schau. Ha. Ne, ich glaube, wir müssen noch mal fahren. Da werden wir nicht drum rumkommen. Halt mal, da hinten können wir auch noch hinpacken. Geht da zwei Reiche drin. Spanngurten. Zu schwer, muss man mal was säbeln hier.
einzustellen, der ist definitiv zu schwer. Verstehe ich. Wenn unser Bauer schon keinen Schlaf braucht, muss er schon keine Bäume hochheben können, die roten wie Häuser. So. Handlich kompakt. Man hätte ein bisschen schöner hinlegen können, ne? Wackel das Ganze. Nein, bleib da drin. Haben wir Glück gehabt, ey. Bei meinem Glück hätte ich den halben Anhänger wieder runtergezogen. Ladefläche leer gemacht. Jetzt kann man, da können wir einmal einen präzisen Schnitt verfügen. Gut, dass wir keine Beine haben. Da hätten wir wahrscheinlich schon ins Bein gesägt. Auch hochheben. Ah ja. So ist es halt nur noch gut abladen. Da hinten drauf, zum Pickup. Mal gucken, ob wir das da reinkriegen. Naja, genau so machen wir es. Genau so. Grüße an die Bandscheibe. Nicht so vertrauenserweckend aus. Das war klar. Das war klar. Ich ziehe auch nochmal runter. Ich lade mal einfach nochmal nicht neu ein. Nein. Okay. Dann eben dich. Komm her. Von der Seite. Besser. Summer. Das ganze Auto mit nach vorne mit dem Ding. So, so wird es was. Sehr gut. Wir nähern uns einem fast schon geschickt gebauten Stämmeberg. Nein, auf meinen Fuß gefallen, zum Glück stark hab man. Sehr geil. Dich parken wir hier hin. Boah. Oh, da muss ich reinschauen. Wir sind, glaube ich, ein bisschen voll beladen mit dem Pickup. Wie eine Seko. Ich glaube, wenn wir so schnell die Kurve prügeln, dann kippt er uns um. Das wollen wir nicht. Das ist nicht so toll. Der ist jetzt, glaube ich, definitiv am Maximum. Mit 4 Tonnen Holz. Oh Mann. Ich hätte selber nicht gedacht, dass das irgendwann da so eine Grenze erreicht, so das Ding so schön. Hohoho. Muss man den Kurven aufpassen. Ne? Wenn der umkippt, dann haben wir Galama. Boah, der Schwank, das ist nicht normal. Definitiv, definitiv überladen. Definitiv. Hoho. Absicht zu bekommen, dass ein paar Lappchen flattern. Flattern ist ja gar nicht schlecht. Oh, 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 oh. Ich glaub, dann mal wieder das Wackeln. Abnormal. Oh, wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft.
Sehr geil. Mal abgeladen. So, jetzt haben wir da hinten im Hof auch nichts mehr rumvegetieren. Jetzt können wir den großen Schneidwagen da ein bisschen näher an diese mini grüne Insel da parken auf dem Hof. Schneidwagen dann umgeparkt haben. Müssen wir mal beim Händler gucken, welchen Hänger wir da nehmen jetzt. Ja, müssen wir mal gucken, ich will jetzt auch nicht zu viel investieren in diesen Einhänger, die wir eigentlich nur brauchen, um ab und zu den Schweinen da ihre restlichen Cerealien rüber zu bringen. Ich will mal übertrieben wieder ein. Und hier ab und zu halt mal, wenn ich die Hackschnitzel da runterfahre. Also so oft werde ich die jetzt gar nicht brauchen. Deswegen mal da schon gucken, dass wir da jetzt nicht zu viel Cash verballern. Guck mal, schon der Schneidwagen steht. Ah, der steht ja traumhaft, da können wir sogar zurück. Ja. Abkoppeln. Super. Sehr schön. Also der dritte Träger, der ist da hinten, zieht kleine Runden, das ist schon mal in Ordnung. Jetzt gucken wir mal hier. Kibor. Wir haben den hier, da gehen 31.000 rein. Aber der ist doch gar nicht so teuer mit 35.000. Da gehen 40.000 rein. Nein. Das ist eigentlich alles viel zu groß von den Dimensionen. Den habe ich ja hinten stehen. Von meine Schweinchen, also da ist mir da den Mist reingeregen. 8.000, da gehen 8,5 rein. 15.000, 21.000. Da geht das gleiche rein. Warum kostet der 2.000 mehr? Verstehe ich auch nicht. 15.000 Liter, das sollte doch eigentlich lang, oder? Alle Fruchtsorten gehen rein. Hackschnitzel. Standard. Breitreifen. Standard. Breitreifen. Oh, Breitreifen klingt gut. Kaufen. Gut. 12 Stunden. 3,2 nehmen wir den. So, dann gehen wir mal. Das hängen wir ab. Fahren wir mal den Schweinchen bis vor darüber. Ach komm, wenn er einfach in der Mitte mit dem Cruisen geht auch nicht.
geht so auch nicht. Weißt du, das Display gleich geht auch mit der Beleuchtung. Schon cool gemacht. Coole Mod. War kein Thema. Das sieht sich jetzt vom Fahren nicht wie 64 an, finde ich das nicht. Oh, egal. So, wenn wir das mit den Schweinen hinter uns haben, dann können wir das Projekt Zuckerrohr angehen. Später ja unser kleiner Hänger. Das sieht bestimmt gleich ultra witzig aus. Halt ja nerven, ne? Können wir dann später an dir verwenden. Tschüss! Diese Riesenträger. Also quasi kleinen Anhänger. Abgibt's halt immer mal nach rechts. Plan können wir auch öffnen. Haben oben. Jetzt kriegen wir erstmal Getreide hoch, 25%. Weizen oder Gerste? Das spielt gar keine Rolle, ja? Weizen oder Gerste, das spielt keine Rolle, was. Nehmen wir Gerste. Das nächste, dann können wir es neben dem Körnermais ausladen und dann können wir oben dann, wenn wir es dann brauchen, mit dem Radlader reinschmeißen. Das ist gar nicht so verkehrt von der Idee. Und die 15.000 Liter, die sollten ein paar Tage lang, also der auch von der Gerste nicht benötigt.
Hätten wir hier links fahren können. Egal. Egal. Nicht so schlimm. Sollte man es doch erstmal immer gut, wenn das Kurzzeitgedächtnis so toll funktioniert. Es waren jetzt 5000 Liter, was da reingegangen sind. Ja, 5000, 10.000 Mais. Oh Gott, was läuft da durch den Pin? Was war das für ein Schwein? Alle 7 Stunden. Ne? Das sind 7,14. Ne? Das sind 3 Tiere am Tag, das war 55%. Die Schafe bei 100%. Alle 17 Stunden. Läuft. Okay, jetzt haben wir das mal hier reingeschmissen. Abkippseile ändern. Gut. Nach hinten. Hier abladen. So, dann haben wir jetzt die Gerste hier. Gerste, Gerste. Genau, jetzt fahren wir nochmal zurück. Und dann müssen wir uns als nächstes Grabs, Sonnenblumen oder Sojabohnen nehmen. Guck mal, was wir am meisten da haben, müsste wahrscheinlich Soja sein. Aber Sonnenblumen haben wir da auch genug. Gleich im Silo rein, was da vorhanden ist. Ach, da steht er wieder in der Post. Genau, gestern haben wir so umgerissen, so hupsi. Gucken wir nochmal, also Raps, Sonnenblumen, Sojabohnen. Raps haben wir 99, Sonnenblumen 43, Sojabohnen haben wir 34. Raps haben wir fast 100.000, 43, 34. Und die Sander nehmen wir aus Sojabohnen, weil das wollte ich eh als nächstes anpflanzen. Abkippseite schon mal nach rechts ändern. Also nochmal 15.000 Liter Sojabohnen. Die Karamidio ist auch noch zu den Schweinen noch. Und dann gucken wir mal, wie sich die Produktivität ändert. Und ich bezweifle, also ich vermute es wahrscheinlich schon, dass die 5%
schmalen Gemüse wahrscheinlich mehr ausmachen, wie die anderen zwei Sorten, die ich jetzt gerade hochkam. Ich hoffe es nicht, aber es ist keine Lust, jetzt hier noch auf Kartoffelernte umzuschwenken, hier liegen 5%. Endet halt immer gleich mit dem finanziellen Fiasko. Ne? Dass du da alles zusammen hast für die Kartoffelernte. Ich meine, du musst jetzt nicht diesen Überlader, diese Übermaschinen holen, die ein Schweinegeld kosten, aber boah, das ist immer gleich so eklig teuer. So, jetzt tun wir die Abflussrate nach links ändern. Auskippen. Welche Überraschung. Auch hier gehen nicht mal 5000 an. Na gut, das waren auch nur 20%, gell? Naja, 20. Das sind gleich 5%, das merkst du gleich. Kartoffeln zurück. Meinen wir, dass man das nicht irgendwo kaufen kann? Das fehlt natürlich, man es einfach irgendwo kaufen könnte. Ja, ich will jetzt nicht diese überteuerten Big Packs da kaufen. Die sind halt richtig hässlich teuer. Ja. Bitten. Ja, laden. So. Also das nur auf einem guten Weg. Nicht so schlimm aus. Aber Produktivität immer noch bei 55%. Oh Mann, ey, du machst mich fertig, Spiel. Ich dachte, die Produktivität steigt ein bisschen dann. Jetzt hier einfach mal ein bisschen was mit reingeschüttet haben. Aber ich muss mal einfach ein bisschen warten. Und dann, wenn wir das unten wieder geparkt haben. Stellen wir den jetzt hin, den stellen wir dabei näher für einen Silos hin, glaube ich. Oder? Nee, ich stelle zu den anderen Anhängern hin. Das ist alles hinten aufgeräumt. Aber wir könnten eventuell mal versuchen, ob wir so einen großen Anhänger und diesen kleinen anhängen können. Weil es wird natürlich dieses Action-Tool-Experiment, was mich persönlich einfach interessiert, was mehr Cash bringt, wenn ich einmal fahren lasse, wir sparen oder was da geht. Nee, das geht nicht. Das ist eine Rundkopf und das ist eine Deichsel. Schade. Hätte klappen können. Gut, dass wir versucht haben. Egal. Das funktioniert ja super so. Besser.
188 Liter Sprit hat er noch. Tanken. So was rein von dem guten Zeug. Trotzdem doof, dass es da nichts Größeres gibt. Diese mobile Betankung aber übergegangen. Das heißt noch. So. Sprit ist drin. Aber das sind halt die Helfer immer gleich so teuer mittanken. Im Kerschluss sparst du dir halt auf die Unterhaltskosten für so ein Teil hier. Boah, wirklich groß sind die jetzt auch nicht. Hm. Was wollte ich jetzt machen? Stimmt, bei dem schicken Wein in oben. Ist der fertig, oder? So aus. Hä? Die war ja fertig, ne? Zu hart. Also die Helfer sind manchmal schon zu hart unterwegs. Hier bei den Schafen können wir auch noch schon das einfüllen. Wird es bald fertig mit der Geschwindigkeit hochkommen. Schaut beim Pflanzen immer ein bisschen doof, mit der Geschwindigkeit zu arbeiten. Wie schaut es denn bei denen aus? Wir haben noch 8.500 Euro. Was getan, dass sich nichts getan an der Produktivität, das ist jetzt ärgerlich. Pappelmaschinen brauche ich hier hinten aber nicht. Kann man vielleicht noch finden. Ein Pappelfeld. Pappel. Schicken. Ja, jetzt genug gemacht.
So, jetzt noch zu den Schweinchen hoch. Ah, alle gechillt am Schlafen hier. Witzige Viecher. Wo ist der Geist? Ist das so? Ja, muss schon da sein. Scheitert die Produktivität nicht hin. Nein, nein, also. Also wird man doch Kartoffeln mal dazu geholfen, woanders noch früher kommen. Das ist die Frage, was ist günstiger? Das ist ein Krautschläger, das ist ein Kartoffelernter. Du bist ja schon bei 121.000. Ich brauche 25.000, soll ich da Krautschläge? Jo, genau. Man gibt halt leider 600.000 aus. Und alles in einem. Oder? Kostet 34 zu Minuten. Das nächste Mal einmal Kartoffeln anpflanzen. Das Ding hier einfach mieten. Das wäre doch eine Idee. Dann mieten wir uns den Kollegen hier einfach. Ich glaube, das klingt ganz gut. So, nochmal ein bisschen unsere Sämaschine. Einmal den hier. Ja, keiner von denen macht Kartoffeln. Ja klar, brauchen wir noch eine Kartoffel. Extra ein Kartoffelpflanzer dafür. Der kostet 4,6 zur Miete. Schon einmal Feuergrube und ich glaube, dann miete ich mir das Zeug, weil 5% einfällt. Das langt ja ewig und 3 Tage. Ich glaube, so werden wir es machen. Wir werden es abernten. Und dann die Gerätschaften entsprechend mieten. Weil sonst sind wir ewig mit Ernten beschäftigt. Oder mal gucken, was die Einzelgeräte kosten, wenn wir die mieten.
720 und 8, 9. Na gut, das sind keine 10.000. Das ist natürlich ein dezenter Unterschied zu 34.000. Da müssen 20.000 gewinnen. Jawohl, aber der braucht ja auch vor den Krautschlägern. Wie schaut's hier aus? 1, 3. 8, 3. Hm. 8, 3. Und hier waren's 720. Fast 10. In einem anderen haben wir Rübenernte. Hm? Ich brauche eine Sämaschine, die Rüben säen kann. Ich kann Rüben. Ich brauche zwei Sämaschinen. Keine von denen kann Rüben. Doch, der. Yes. Dann machen wir Rüben, weil dann sprechen wir Sämaschine zu bieten. Noch mal Rübenernte, wa? Ja, machen wir Rübenernte beim nächsten Mal. Ja, besser ist das. Jetzt hat hier die Produktivität genau 95%. Lämmer 3 Stunden Reproduktionsrate gebracht. Das heißt, alle 4 Stunden kriegen wir ein Viech, das ist an einem Tag 6 Viecher. Fast 5,5 Viecher am Tag. Das ist nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich gekauft habe damals. 20? Hier mit dran. Was? Spieldauer, Eier im Rucksack. Alles schön detailliert da, aber. Wo mache ich das bloß? Die wollte ich alle mit Sojaköpfen nochmal Feld 19, genau. Da gruben wir einmal drüber. Und dann machen wir da dann. Dann machen wir dann Rübenernte, genau. Das klingt nach einem Plan. Schon mal vorbereiten. Massiv verschätzt. Hier ein bisschen verschätzen. Drei Reihen. So wird es los.
Feldtext. Ja gut, das ist so schnell eh nicht brauchen. Schon sind den bereit zu machen. Ja, mit der Sämaschine fehlt noch vorne. Direkt fahrt vorderhin. Gut. Dann muss Sojabohnen 3000 Liter, 2000 Liter, das reicht. Direkt hinterher knallen immer und dann direkt säen. Was ist der Grube? Macht der schon Sinn da hinten? Okay, nach da hinten kam schon ein Grube. Wir werden hier eh nicht brauchen, dann fahren wir da nach da hinten. Anderen Sähwagen kann man wieder nach hinten fahren. Und dann wird es, glaube ich, ganz sexy. So stellen, dass man uns nicht im Weg stellen hier. Dann gucken wir parken hier hin. Wagen hat, dann stellen wir gleich auf Rüben ein. Das heißt, man muss mal noch wissen. Vielleicht geht es dann heute noch von der Geschwindigkeit hin, dass die drei Felder erntereif sind. Aber wir nächstes Mal gleich ernten. Nächstes anpflanzen sollen.
Stimmt, Soja. Das ist schon geschlecht. Sojabohnen. Oder überall hin verteilt. Die wir umgefressen haben. Aber wie die Schweine. Sehr schön. So, 50% Sauberkeit, Wasser, Strom, ist auch noch 3800. So, wir sind eigentlich nur vielleicht 5% fehlen Kartoffeln mit Zucker rüben. Zuckerrüben. Also ja, Zuckerrüben, klar. Jetzt war ich kurz verwirrt. Dunkelgrün, dunkelgrün. Also wenn wir 12, 14, 15 noch auf erntereif kriegen, heute, das wäre sehr angenehm. Zweieinhalbtausend Liter sind noch drin. Dann fahren wir zu dem Schafis oben und gucken da oben noch. Nachladen können beim Trecker und dann Bobcat. Dann können wir den, wie lange können wir den Ernter hinten noch füllen?
Den Hexer können wir noch füllen. Ja, ich denke, das ist noch ein ganz guter Plan für heute. Und dann sind wir so bei 10 und dann Schichtenschacht für heute. Falschen Fahrzeug und wir haben den Dritter rein. Und das Tanken nicht von dem Auto ausgeht. Aber wie ist das ganze Kampf hingegangen? So, sind wir hier oben schon durch. Die Schweinis brauchen wir glaube nicht vorbeifahren. Die Fahrzeuge sind relativ neu. Brauchen wir es nicht vorbeidüsen. Aber den Feldhäcksler, den müssen wir noch einmal tanken. Und den Ernter. Das sollten wir auch noch was beinahe. Wir haben noch 2-2 haben wir noch drin. Ja. Lohnt sich zwischens danach zur Tanke zu fahren. Ah ja, der Meister Text, das ist schön. Neben dem Häcksler. Uah. Der letzte Link ein Schlag, der war nicht so toll. Naja, es ist zum Glück nicht so viel, aber wenn der ganz leer ist, 1500 leer überhaupt eine Weile. Ja, dann tanken wir den noch voll. Das ist ja interessant. Sonnenblümchen. Schon langsam. Wie viel denn mehr? 1500. Toll.
Na gut, der steigt ja noch der Preis. Aber bei der Bakery bin ich zuerst. Der Preis müsste eigentlich noch steigen. Kann ja nicht der endgültige Preis sein. Hm. Was war denn noch hier im Angebot? Flug. Hm. Ja, nichts dabei, was wir brauchen könnten. Ich komme aus sehr selten diese Angebote. Könnten auch öfter sein. Wo die Tankstelle war. War, glaube ich, auf der rechten Seite oder war die auf der linken Seite? Hm. Da ist die Tankstelle bei der Spinnerei. Einfach die nächste links und dann klappt das schon. Pah, klassisch ausgebremst. Und dann haben wir wieder 3.500 Liter drin, fast 4. Oho. Hänger da hinten wieder hin. Oh, einen vollen Schwung verloren. Dann parken wir dich hier hin.
Felder. Dunkel, dunkel, hellgrün. 1500 ist doch lachhaft. Bakery krieg ich 1100 mehr. Für 1000 Liter. Ist gerade allgemein der beste Preis, 2,6. Ah, Sojabohnen gibt auch 2,6. Da habe ich nur noch 19.000 Liter. Das lohnt sich gar nicht. 2,6 mal 43. Dann noch 2. Oh. 2,7. Also Soja ist kurz sehr gefragt. Muss auf jeden Fall Soja anfangen als nächstes. Sehe ich schon kommen. Rüben, wir brauchen Rüben. So, in diesem Sinne, meine Freunde der Nacht, bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich bin raus. Ciao.